Oh, oh, von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr, liebe Zuschauer. Bauen und Wohnen heute vor Ort in einer der größten Christbaumschulen in Baden-Württemberg. Wir gehen heute den Weihnachtsbaum schlagen. Ich bin so ehrlich, ich hatte noch gar nicht auf dem Plan, dass bald wieder Weihnachten ist. Also, ich würde sagen, kommen Sie einfach mit. Ja, da ist er ja, der Phil. Tobi. Hi. Jetzt ist recht. Also, er hätte es nicht angerufen, hätte ich fast vergessen, dass Weihnachten ist. Ja, du weißt, ich melde mich schon vor Weihnachten. Immer vor Weihnachten. Ganz gut. Klar. Also, ich will heute auch meinen ersten Weihnachtsbaum schlagen. Das ist kein Problem, sind genug da. Wir haben jetzt wie viel hast du hier? Wir produzieren auf knapp 40 Hektar. Das heißt, wie viele Bäume ungefähr? Das ist gepflanzt worden auf den Hektar ungefähr 6000 Stück. Okay. Du kannst dir ausrechnen, ja. Und wie viel verkauft ihr jedes Jahr? Das sind schon ein paar tausend jedes Jahr hier. Okay. Ja, genau. Siehst du, das wir ist haben Sven, jetzt, Sven Jachmann Gedächtnis bei. Ja, oder? Aber ich habe hier die kleinere Variante. Ja. Gibt auch noch die große Variante. Kannst du dann nachher aussuchen, wie du es willst. Und der Gedächtnisschlag, der kommt auf jeden Fall. Ja, also einen Meter vorm Baum in den Boden. Genau, ja, auf jeden den Fall. Den kriege ich hin. Das schaffst du. Oder wir nehmen die Motorsäge. Okay. Geht auch noch. Ja. Und dann neue Variante, extra für dich auch. Für Rückenlahme. Für Rückenlahme. Ich bin topfit. Ja, also? Du bist topfit. Aber hier kannst du wirklich rückenschonend den ganzen Tag die Bäume zicken. Ja. Und also du meinst, ich bleibe jetzt den ganzen Tag da? Du bist jetzt den ganzen Tag da und arbeitest den ganzen Tag mit der Maschine hier, genau. Okay, das testen wir jetzt aus. Wir sagen ab in die Bäume. Wir probieren es gleich mal, ja, genau. Kriege ich auch so eine Hochseefischerhose? Habe ich hier schon vorbereitet, guck mal her. Da kannst du gleich mal reinschlupfen. Du kannst mit Stefan fahren, mit dem Traktor. Super. Und ich fahre mit dem Auto hinterher. Du weißt ja, Benzinmotor zum Starten, die Luft zu. Ja. Ja? Und dann Benzinhahn auf. Ja. Bisschen Gas. Ja. Einschalter muss auf on. Ja. So, Tobias, und jetzt hier einmal ziehen. Einmal? Einmal kräftig ziehen. Super. Ja, das siehst du, ja? Ganzer Kerl. Ja, ob das gut geht? Hast du perfekt gemacht. Ja, klar. Jetzt erkläre ich das hier einmal kurz, okay? Ja. Hier rechts, da geht er auf. Okay. Dann bleibt er auf. Okay. Und wenn du hier drückst, geht er zu. Okay. Und dann knallt der Arm ab. Okay. Und hier fährt die Maschine. Aha. Hier ist vorwärts. Okay. Und, dann kannst du, und hier rückwärts. Super. So, also. Dann? Attacke. Attacke, okay. Ab geht's. Also. Einfach jetzt aufmachen. Moment, aufmachen bei aufmachen. Hier. Aufmachen. Jawohl, perfekt. Einmal hinfahren. Langsam ranfahren. Gut, perfekt. Und zu. Perfekt. Und jetzt zurück. Und jetzt zurück. Mein erster selbstgezwickter Weihnachtsbaum. So, mal ausmachen, genau. Mach mal aus. So, ich würde sagen, die ersten drei waren richtig gut, oder? Also, Tobias, Respekt. Es war leichte Auffahrunfälle an den Bäumen, aber alles. Aber für das, dass du das erste Mal die Maschine bedient hast, war es wirklich. Gut gemacht, wirklich so. Sehr gut gemacht. Jetzt musst du mir was verraten. Hier gibt es weiße, orangene, blau-weiße und gelbe Fähnchen. Was haben die zu bedeuten? Genau, das sind unsere Etiketten. Das ist jetzt unser System, nach dem die Mitarbeiter sich orientieren, wenn sie hier in der Kultur die Bäume sägen. Da sage ich dann zum Beispiel, okay, jetzt brauchen wir heute 1,50 Meter, 1,75 Meter. Das wären hier die Orangenen zum Beispiel. Okay. Und die weißen 1,50 Meter, 1,75 Meter. Okay. Und dann gibt es noch blau-weiß, das ist dann die dritte Qualität. Das ist einfach, diese Etiketten, die machen wir schon im August, September hin, dass wir auf die Saison planen können, damit ich weiß, wie viele Bäume ich habe und von was für einer Qualität ich die Bäume habe.
Super. Ganz wichtig für die Planung. Also bevor wir noch einpacken und das Gerät herfahren, wir brauchen noch einen Baum, den wir echt schlagen oder sägen. Also alleine für den Sven noch. Also ich glaube, es muss einfach sein. Nochmal. Jawohl, einmal geht noch. Ich habe hier nur unten. Ich habe gerade mal so einen Ast abgeschlagen jetzt. Ja. Das ist aber echt heftig. Guck mal, da ist eine ganz winzig kleine Kerbe ist hier nur. Jetzt kommt der Hund. Okay, also. Dann nimm ich jetzt mal die große Axt hier. Oder okay. Doch eher die kleine Variante. Nee, die. Ja, okay. So. Welchen Baum? Von mir aus gleich der erste grüne hier. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich auf Nummer sicher gehe, wie beim Oktoberfest. Ich nehme den hier. Ja, genau. Nimm die kleine Blaufichte hier. Die kannst du auch nehmen. Diesen Riesenbaum. Ja, haut drauf. Für Sandy. Für Sandy. Für Sandy für den Schreibtisch. Auf die Plätze. Oh. Ja. Gleich mal daneben. Jawohl, Tobi drauf. Also ich habe immer über den Sven gelacht, aber... Du siehst, mit einer Axt einen Baum, das ist ganz, ganz schwer. Jetzt haschen. Ah, erste geschlagene Weihnachtsbaum, ne? So, der geht jetzt nämlich mit in die Redaktion, den kriegt die Sandy auf ihren Schreibtisch und ich glaube, da wird er richtig schön geschmückt. Und perfekt. Jetzt so, und gehen jetzt, wir eintüten, jetzt einpacken, jetzt gehen wir oder? Eintüten, genau. So sieht's aus. Also, dann... Aus Sicherheitsgründen muss man immer mit zwei Händen hier drauf drücken. Okay. Dann fährt der Schlitten nach vorne. Ja. Ja, kannst mal hier drauf drücken mit beiden Händen. So, jetzt kommt sie an. Zack. Okay. So, langsam nicht Finger weg. Okay. Man muss wissen, was man macht. Es steht hier auch ein Schild, Bedienpersonal, bitte eng anliegende Kleidung. So, und die Maschine, die hat hier einen Taster. Ja. Über das wird es ausgelöst. Ja? Okay. Wenn du den Baum jetzt hier drauf drückst, dann fährt sie automatisch nach vorne. Dann ist hier noch eine Lichtschranke verbaut. Bei kleinen Bäumen, da wird ja die Länge des Baumes gemessen. Okay. Und die fährt durch, hält an und dadurch sparen wir ungefähr 10-15% an Netz. Okay. Ja? Genau. Okay. Und jetzt nimmst du den Baum. So, den kleinen oder groß? Nimm mal den kleinen hier. Für das erste Mal nimmst du den kleinen. Okay. Und jetzt drückst du den Stummel da drauf und musst den Baum aber sofort loslassen. Boah! Ja, das war's. Ja. Das war's. So. Und jetzt? Der hängt ja noch im Netz. Jetzt hier abschneiden, einmal hier durchziehen. Netz abschneiden. Genau. Okay. Super. Und jetzt kannst du den Baum wegnehmen. Und hier hin. Und jetzt wieder zurückfahren. So, und den nächsten. Los geht's. Laden so, die mal zweiter auf Baum, lad auf. Willst du zwei nehmen? Ja, logisch. Komm her damit. So. Jeder Zuschauer bekommt jetzt einen Weihnachtsbaum. Hier gibt's genügend. Einfach mal da drauf packen. Ja. Bestimmt schön zärtlich, ne? Immer zärtlich. Dass der Preis nicht fällt. So sieht's aus. Jetzt okay. Sportwand zu, würde ich sagen. Ne? Zu. Okay. Und? Also fahren wir in den Hof, laden wir die Bäume ab. Genau. Weiter geht's. So Philipp, und was machen wir jetzt? So, jetzt sind wir hier auf unserem Lager- und Sortierplatz. Hier werden die ganzen Bäume für die Händler und so weiter kommissioniert, nach Farbe aufgestellt und so weiter. Und die vier Bäume, die wir jetzt vorher mitgebracht haben, die stellen wir jetzt hier der Farbe hin. Also wir haben jetzt hier, ich glaube, zweimal weiß und zweimal orange. Weiß sind die hier. Also würde ich sagen, du machst das und ich guck dir dabei entspannt zu, oder? Können wir nachher auch machen. Hinten aufmachen. Ja. Ja, mach schon, mach jetzt schon. Also. Das hier ist? Du hast jetzt einmal weiß, die weißen sind da, ich habe einen Orangen, zwei Orangene. Hinwerfen oder hinstellen? Hinstellen. So, und jetzt ist es so, jetzt kann der Kunde hierher fahren und sagen, okay, 20 gelbe, 30 weiße
und 5 orange als Beispiel. Und dann ist es für die Mitarbeiter und für alle ganz klar, welche Größe, welche Qualität, was ist. Und gibt es keinen Durcheinander. Und was ist der, wo er herkommt und sagt, ich will einen Weihnachtsbaum? Ja, das ist dann die Privatkundschaft. Die suchen sich ihre Bäume vorne aus und die wollen sie ja auch nicht im Netz sehen. Die wollen ja ausgepackte Bäume sehen. So, ich habe einen ganz kleinen. Hier hinten ist, glaube ich, ein 9-Meter-Baum. Wo ja, geht der denn hin? Der hat 9 Meter und das ist jetzt ein Kunde aus dem Großraum Stuttgart. Der stellt die da auf öffentlichen Plätzen auf. Okay, und wie lange braucht so ein normaler Tannenbaum zum Wachsen? Ja, die normalen, ich sag mal so 2 Meter, 2,50, ungefähr 9 Jahre, 10 Jahre. Okay, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Sandy überreichen das Geschenk und gehen wir ins Warme, oder? Tippitoppi. Den Sandys Baum loben. Sandys Baum loben. Also, los geht's. Oh, Philipp, also ich finde es echt cool, was die Mädels da drin gebastelt haben, ne? Okay. Aber wir haben was vergessen. Ja, mit Wärmflasche. Eine Wärmeflasche haben wir vergessen. Eine Wärmeflasche, nein. Ja, gut, wir vergessen. Wärmeflasche ist kein Problem. Wie findest du den Baum, den ich für Sandra geschlagen habe? Der ist traumschön. Traumschön? Traumschön. Oh, ich finde den auch wunderschön. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug gelobt, oder? Ja, jetzt loben wir den Baum aber richtig, weil du ja die ganze Zeit von Sauna und Wärmeflasche sprichst und alles. Und jetzt machen wir mal von innen richtig warm hier. Also, Tobias, hab Prost, Weihnachten. Prost, Weihnachten. Mich auch. Zum Wohl. Liebe Zuschauer, schönen Abend, schönen Advent und frohe Weihnachten. Weihnachten.